Hallo meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Ich habe mir heute Folgendes überlegt und zwar wollte ich ganz gerne mal euch meinen Hund zeigen. Ich bin gerade Gassi, wir haben heute Sonntag und ich habe hier mal live in Tüten das Boxermädchen. Ja, falls ihr es sehen könnt, es ist sehr hell. Ich weiß gar nicht, ob das Video überhaupt gut wird, aber es ist egal. Ich habe hier verschiedene Orakelkarten mit, Tarot mit und ich werde einfach gucken, inwiefern ich für euch hier eine Legung zustande kriege. Aber ich wollte heute unbedingt mal raus und wollte euch mal ein Stück weit mitnehmen in meinem Alltag. Und jetzt bin ich hier, wie gesagt, wunderbar. Ich drehe mal die Kamera hier an der Weser. Da, wo so gut wie niemand ist, außer ein paar Fahrradfahrer. Und ich werde euch jetzt hier erstmal das Stativ stellen. Mal gucken. Ja, man muss öfter mal was Neues ausprobieren, ne? Ihr wisst ja, es gibt nichts Schöneres als Action, neue Dinge auszuprobieren. Und ich muss in der einen Hand die Leine halten. Und dann werde ich einfach mal sehen, inwiefern die lichtvolle geistige Welt Impulse für euch hat. Sie hat ja immer Impulse letztendlich, aber wir gucken mal mit all den Umständen, die wir hier haben, inwiefern das hier eine Kreativlegung wird. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen und heute ist so ein schönes Wetter, dass ich euch gerne aus der Natur hier aus Bremen, aus einer wunderschönen Ecke, ein paar Impulse mitgeben möchte, meine Lieben. Es ist so ein herrliches Wetter und immer nur am Schreibtisch ist natürlich auch langweilig. Vorletztes Jahr hatte ich das, glaube ich, auch schon mal gemacht, ne? Und wir schauen jetzt mal, was für Impulse wir von der lichtvollen geistigen Welt bekommen. So, wir gucken, was für Impulse gibt es fürs Kollektiv. Wow. Ja, okay, wir haben hier die Einsamkeit, meine Lieben. Es gibt hier einige von euch, die sich vielleicht auch einsam fühlen. Oder aber auch die andere Variante, ihr sucht vielleicht auch die Einsamkeit um, nämlich einfach ein Stück weit hier in die Ruhe zu kommen. Vielleicht habt ihr eine hektische Zeit hinter euch oder aber auch ihr seid so lange schon einsam, dass das eine aktuelle Energie bei euch ist. Wir werden gucken, um was es hier noch geht. Ich habe jetzt das Tarot, was ich jetzt hier für euch noch legen möchte. Also wir haben die Einsamkeit. Einsamkeit kann auch schön sein. Einsamkeit kann auch eine Art der Ruhe und Kreativität bedeuten. Ich hatte gestern in der Portaltagelegung für euch auch einige Impulse in Bezug auf den morgigen 1. Mai. Ja? Und da ist auch dieser Rückzug, der Hermit kam raus, ja, oder der Eremit. Und das hat auch was mit Einsamkeit zu tun. Das hat auch was damit zu tun. Einsamkeit hat auch was mit Innenschau zu tun. Ja, meine Süße. Und also ich meine nicht dich oder euch. Ich meine gerade meinen Hund. Und ja, und wir müssen einfach gucken, was das Tarot jetzt sagt. Und ihr merkt, die Karten, die brauchen ein bisschen, bis sie hier springen. Wir haben als nächstes, zeige ich euch gleich, die 8 der Münzen. Ja, Süße, die 8 der Münzen ist die Arbeitskarte. Ja, die Karte des der vielen Arbeit. Das heißt, vielleicht planst du etwas im Bereich der Arbeit und musst dich deswegen hier zurückziehen und suchst die Einsamkeit. Oder aber auch du arbeitest vielleicht alleine. Ich denke aber eher hier von der Energie her, dass du dich zurückziehst und die Einsamkeit hier genießt und dich vielleicht auch mal von der Arbeit erholst. Ne? Personalmangel, wir haben hier so einige Dinge im wirtschaftlichen Bereich, die auch schwierig sind. Ja, wir haben hier die 7 der Schwerter. Was kommt noch für eine Karte? Eine hätte ich bitte gerne noch für mein Kollektiv. Also ich kriege immer wieder Innenschau rein, immer wieder die Ruhe suchen, die Erholung suchen, auch mal die Zeit mit sich selber zu genießen. Nein, es kommt nichts mehr, meine Lieben. Also, ich zeige sie euch. Also wir haben hier die 8 der Münzen und wir haben hier die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter sind Unehrlichkeiten, Lug und Trug. Und das ist auch das, vielleicht musst du dich wirklich von einem toxischen Arbeitsverhältnis oder von einer toxischen Arbeitssituation erholen. Und das ist das, was letztendlich aktuell ganz wichtig ist. Und vielleicht suchst du auch genau deswegen die Einsamkeit. Ich werde das Ganze jetzt klären mit den Lenormand-Karten. Um was geht es jetzt hier noch? Um was geht es jetzt hier noch? Bitte Klärungskarten. Ja, es geht um einerseits wieder um die Masken, die fallen dürfen und aber auch entweder das Fühlen, dass man weiß, dass man an einem toxischen Arbeitsplatz ist.
So, meine Lieben, das war eine kleine Unterbrechung, weil eine ältere Dame sich nicht getraut hat, an uns vorbeizulaufen. Und auch das Thema Recht am eigenen Bild ist ganz wichtig. Ne? Also, hier geht es, wie gesagt, wirklich um das Masken fallen lassen, um eventuell um die Unehrlichkeiten im Bereich der Finanzen. Also das heißt, dein Lohn und Brot, was arbeitest du und bekommst du das auch entsprechend ausgeglichen? Ja? Der Ausgleich für deine Arbeit. Und das ist das, was du letztendlich hier auch ein Stück weit in Frage stellst. Ja? Die Unehrlichkeiten, die Masken dürfen fallen. Hier im Bereich der Arbeit. Eine spannende Aufgabe hier heute mit euch, aber ist egal. Und hier, wie gesagt, was fällt runter? Die Arbeit. Eventuell könnte es sein, dass du dir überlegst, dass du hier ein neues Arbeitsverhältnis aufnehmen möchtest und dass du deswegen in die Einsamkeit gehst und dass du deswegen hier auch die Einsamkeit suchst, um dir darüber im Klaren zu werden, was du gerne möchtest. Und genau darum geht es und genau das, meine Lieben, ist hier ganz, ganz wichtig. Also wenn du hier in der nächsten Zeit oder dann, wenn du das Video siehst, das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht im Bereich deiner Arbeit und der Finanzen, dann ist dieser Rückzug und die Einsamkeit, die du lebst, genau das Richtige. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Impulse mitgeben und ich bin gespannt, wie ihr auf dieses Kreativvideo reagiert. Es ist nicht perfekt, aber es sagt halt genau das aus, um was es hier bei dem großen Kollektiv geht. In diesem Sinne, Licht und Liebe, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.